So, sollen wir mal bei Pons vorbeigucken, was uns gerade vorgeschlagen würde, über Zitate, die jeder Lehrer sagt? Ich bin übrigens auch schon angesprochen worden, dass ihr da mal reinschauen solltet. Echt? Ja. Dann gucken wir doch mal, was das ist. Heißt das nicht Le Pons? Leute, wie hieß das nochmal? Ich glaube, ich hab's vergessen. Pont S. Pont S, genau so war das. Das hat was mit Mathe zu tun, ne? Ja, da ist der Jan voll am Start. Mhm. Ja, du auch. Danke an der Stelle. Also jeder auf der Welt ist bei Mathe mehr am Start als ich. Ich auch nicht. Das Wichtige, Relevante im Leben, was man in Mathematik wissen muss. So, wir schauen mal rein bei Pontes 10 lustige Lehrerzitate. Relevant, oder? Mhm. Müssen wir die Kopfhörer aufsetzen? Mhm. Ach ja. So. Ist dein noch? Nee, den habe ich. Ich weiß nicht mehr, wer von wem welcher ist. Wo hast du den hingegeben? Das ist deiner, Mario, der blaue hier. Ja, du hast den blauen, glaube ich, gehabt, ne? Oder? Ich kann auch den nehmen. Mach die Schuhe vor dir, ne? Vor mir ist das so besser? Ja. Okay, wir schauen mal rein. Du kannst genau so rum, dann ist es länger. Okay. Ready alle? Ja. Let's go. Folgende Zitate sind tatsächlich echt. Diese stammen von Lehrern, welche an einem Gymnasium unterrichten. Dann sind wir mal gespannt. Auf Schüler draufschlagen darf ich leider nicht, täte aber auch helfen. Das ist aber heftig. Was? Was war das denn für ein Lehrer? Mhm. Video ist zu laut. Ja, sorry, ich mach den Ton, denke ich eh aus. Das ist ja nur Musik die ganze Zeit im Hintergrund. Ich hatte mal einen Lehrer, der hat auf jeden Fall zu uns immer gesagt, dass wir dumm sind in Mathe. Er meinte immer, boah, ihr seid so dumm und sowas. Ich habe gar keinen Bock auf euch. Echt? So ist er in Unterricht. Das Schlimme ist, er ist der Lehrer und er soll euch das beibringen. Und wenn er dazu nicht in der Lage ist und ihr das nicht lernt, dann ist er der Blödmann. Ja, stimmt. Ihre genommen. Also mein Mathelehrer, der hieß Leontovic, vergesse ich nie. Das war Gymnasium Neustadt-Wied. Ich habe immer. So, jetzt hast du aber richtig. Ja, ich habe immer gekibbelt mit dem Stuhl. Kennt ihr das? Hier immer so, ja, kenn ich. So zurückgedrückt und da habe mir meine Füße vorne abgestützt und habe in Mathe bei dem überhaupt nichts kapiert. Und da hat er zu mir gesagt, ich wäre ein wibbelndes, unwilliges Kind, bei mir wäre alles verloren. Puh, was? Leontovic, den Namen werde ich nie vergessen. Schönen das Arschloch. Gruß, falls der noch lebt. Ja, ist ja auch schon lange her, ne? 80er, ne, bestimmt. Ja. Also da wir das eh ohne Musik hören, können... Nein, ich bin doch erst 25. Eigentlich brauchen wir auch keine Kopfhörer. Dem Außerstöhnen, was darf das auch ausziehen? Was sind das für Lehrer? Ach so. Ah ja, okay. Dem Außerstöhnen, was einfällt... Ja, der meint fast nur dich im stöhnen Sinne von... Oh. Ja, wahrscheinlich genau. So... Oh. Oder wer weiß, was das für ein geiler Bock war. Mhm. Oh! Ah, ja! Okay. Au, 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 au! So, nächste. Au, 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 au! Aua! Also das Live-Event wird auf jeden Fall dokumentiert für die Leute, die fragen. Das kenne ich. Ja, das kenne ich. Den kenne ich. Schon gehört. Ja. Ja. Den habe sogar ich gehört. Ja. Der ist sehr bekannt. Ich fand, dass ich an meinen Realschulzeiten immer sehr kulante Lehrer hatte. Also... Eher in der Grundschule, da waren ein paar muffige Köpfe dabei, aber später eher nicht mehr. Ich gebe euch keinen hohen Geldbeträge, weil ich euch nicht traue. Oh. Hä? Okay. Mhm. Ich möchte die Legosteine danach wieder zurückhaben, sonst habe ich Tränen bei meinen Kindern. Hä, was sind das für Lehrer? Ja, was sind das für Kinder? Jetzt komme ich mit meinen zwei Füßchen und setze mich auf die Hochspannungsleitung. What the fuck? Was ist denn da los? Vor allem, wieso sind die lustig? So schön ist, werfen wir noch ein drittes Brot. Also ich hatte bisher nur Lehrer, die haben Kreide geworfen. Ja, auf jeden Fall. Oder Schlüsselbunde. Ich hatte einen, der hat immer mit seinem dicken, schweren Schlüsselbund. Heftig, ne? Mhm. Das ist aber Kreide netter. Mehr erlauben, ne? Leute, schreibt mal in den Chat, was war das Krasseste, was bis jetzt Lehrer zu euch gesagt haben? Wenn ihr want that, sagt, fackel ich eure Haare ab. Gut, so in der Form jetzt nicht, aber ich hatte auch mal eine Lehrerin, da hätte ich mir derartige Sprüche gut vorstellen können. Die war psychisch eh sehr, sehr schwer angeschlagen. Nein, ich kann nicht mehr, ich werfe jetzt Stühle aus dem Fenster raus. Dass aus mir sowieso nichts wird, ja, das haben wir auch schon öfter gehört. Das hat ein Lehrer tatsächlich noch nie zu mir gesagt. Also ich doch, einer meinte mal zu mir, er sorgt dafür, dass ich einen Hauptschulabschluss kriege und dass ich ganz nichts erreichen werde. Das weiß echt? Ich nicht. Ja, das schöne Grüße, der falls Frechheit, du dich ganz genau. War das in so der fünften Klasse. Das war unser Musikherr Hü. Der? In der fünften Klasse hat er das Der kleine Pimpf hat das gesagt, er hat dich mit Kreide beworfen. Dich mit Kreide beworfen? Ja, das hat er in unserer Klasse gemacht. Also da kann ich mich echt drüber aufregen. In der Grundschule hatte der Jan eine ganz ältere Lehrerin, ne? Und ich hier so flippig. Richtige Schlampe. Also mal gucken, was der Chat sagt. Mal gucken, was der Chat hier schreibt. Ich hab dir gesagt, ich brauche eine Erziehungshilfe.
Was? Ja. Ach ja, gut, sie wollte mich auf eine Sonderschule schicken. Ja, die wollte den Jan in der dritten Klasse auf die Sonderschule schicken. Ich möchte meine Wut nicht an meinen Kindern auslassen, also lasse ich sie an euch aus. Boah, das ist ja ist das heftig. Was? Also, so einen Lehrer möchte ich nicht haben. Alter, ich glaube, es gibt richtig viele Gestörte da. Weil ich meine Hausaufgaben vergessen habe, hat sie gesagt, ich werde Müllmann. Boah, was für eine Beleidigung, Alter. Wieso eine Beleidigung? Müllmann heutzutage? Ja, deswegen ja. Deswegen sage ich das ja. Das ist ja total der Schwachsinn. Ja. Mein Lehrer hat mir in der dritten Klasse die Bibel auf den Kopf geworfen. Boah. Alter, es gibt so gestörte Leute, ne? Mach kein Hans-Guck in die Luft. Er hat gekündigt, weil die ganze Klasse kein Mathe konnte. Er meinte, er kann uns nichts beibringen, wir sind zu blöd. Ja, das ist doch super. Also ja, wenigstens geht er dann. Oder ja, so. Wenigstens geht er dann. Da, du siehst aus, als würdest du sterben wollen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Depressionen. Ich finde, wenn Lehrer wirklich so etwas sagen, sollte man die eigentlich aus diesem Berufsverhältnis entlassen sofort. Das war ja damals schon, wo wir mit der Samantha gedreht haben. Weißt du noch, was der an den Kopf geworfen wurde? Ja, das ist ja ganz anders teilweise. Das hat die Lehrerin an sie ja sogar einen Brief gerichtet. Wir haben ja mit ihr ein Video über ihre Erfahrungen gemacht. Und was sie da, sogar dass die Lehrerin sich also die Zeit genommen hat, diese Beleidigungen und persönlichen Angriffe auch nochmal in schriftlicher Form per Brief an sie zu schicken, das war echt das Heftigste. Also ich finde, Lehrer sollten regelmäßig an so pädagogischen Sachen oder sowas, ne? Ja, Lehrgängen teilnehmen. Ja. Und auch auf die aktuellen Probleme sensibilisiert werden. Ja, riecht hier wie im Affen. Lies mal laut vor. Nee, das lese ich nicht laut vor. Also manches ist echt zu heftig. Unsere Religionslehrerin ist so ausgerissen, dass sie die Tastatur durch die Klasse schmiss. Gott steh ihm bei. Das hatten wir nur mal mit einem Lehrer, der das mit einem Klassenbuch gemacht. Ein Lehrer von uns war psychisch krank und hat eine Schülerin mit einem Messer bedroht. Was? Also bei uns hat eine Lehrerin mal Stuhl aus dem Fenster geworfen. Ja, das habe ich auch mitbekommen. Die gleiche Lehrerin, die ist ja... Ja, das weiß ich auch. Ich habe ja an der Realschule, genauso wie du, 6 Jahre lang verbracht. Und die ist jetzt, glaube ich, zweimal musste sie eingewiesen werden. Bin unter anderem darum Lehrer geworden, damit ich nicht nur Arschlöcher an den Schulen ihr Unwesen treibe. Ich glaube, bisher gelingt mir das ganz gut. Ja, hoffentlich ist das auch so. Also eine gute, ordentliche Lehrerin, ne? Hoffentlich ist das auch eine gute, ordentliche Lehrerin. Ja, ich glaube ihr. Achso, nicht sie. Sie ist Lehrerin. Ja. Ich dachte, das wäre ein Zitat von ihrer Lehrerin gewesen. Nein, ich habe das jetzt so verstanden. Ich bin unter anderem Lehrerin geworden, damit nicht nur Arschlöcher entstehen. Ja, wenn du Lehrerin bist, finde ich das geil. Also, ich hätte dich auch gerne als Lehrerin. Genau. Das stimmt. Wie hat mal eine Lehrerin, die hat sich auf dem PC Arschlöcher angeguckt? Klasse, also wir waren mal, also ich war mal mit Freunden unterwegs bei uns in der Schule, im Keller. Und ganz unten im Keller. Ich war nicht live mit dabei. Alpengebiss, ja, das war mit Nils und so damals. Da gab es so, den Namen von meinen Freunden darf ich ja sagen. Und da gab es so einen gewissen Raum, da hatte die halt ihr Büro. Das war so in der letzten Ecke von diesem Gebäude. War das ein Klassenraum oder ihr Büro? Und dann saß sie da so und hatte halt so, wir sind da reingekommen. Die Tür war halt auf, weil die dachte halt wahrscheinlich, dass da keiner vorbeikommt, weil das mitten in der Unterrichtszeit war. Und dann sind wir reingekommen, haben gesehen, dass die hier ein Porno aufhat. Und hatte ja, wir wollen das nicht, weil nein, die Hand nein. Bei euch im Keller. Nein, nicht bei uns. Das war eine Lehrerin bei uns an der Schule. Bei denen im Keller. Die haben da plötzlich so fremde Frauen zu Besuch. Oh ja. Alter. Okay. Nee, ich hab's jetzt verstanden. Nein, das war bei uns an der Schule, aber ich kenne das auch noch aus Erzählungen. Ich war nicht mit dabei. Wurde im Religionsunterricht die Bibel auf den Kopf geschlagen, bis ich blutig war, nur weil ich sagte, dass ich auf Männer stehe. Was? Geht gar nicht. Was? Das ist alle eine Frechheit. Auf was für einer Schule bist du denn gewesen? Ja. Was sind das denn für Assi-Lehrer? Gestörte Menschen. Die alte Christenschlampe. Unsere Lehrerin hat uns eingeschlossen, bis wir wegen einer Klaustrophobin die Cops holen mussten. Ach, da war also bei euch in der Klasse eine Schülerin, die klaustrophobisch war. Und dann musstet ihr deswegen die Polizei rufen, weil eure Lehrerin euch eingesperrt hat. Achso, Mibel schreibt, jetzt muss ich wohl noch klarstellen, dass ich Lehrer und nicht Lehrerin bin. Sorry. Das wäre eine Frau. Mibel. Also, okay. Es ist ja egal, aber so oder so war es ja gut. Und wir haben unsere Lehrerin mal zum Heulen gebracht. Ja, das ist bei uns in der 6. Klasse mal kurz passiert. So, und dann gucken wir uns noch die letzten hiervon an. Mal gucken, was da noch so kommt. Auf Platz 10. Nee, ich bin mal gespannt auf das Finale. Das Finale. Mhm. Ich schmeiß dich mit meinem Schuh nach dir und heute tut's weh, weil der hat einen Absatz. Mhm. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Da fliegt ja öfter mal was durch die Gegend. Also bei mir im Unterricht sind bisher nur Kreide geflogen und Papierflieger. Aber das mit den Papierfliegern war lustig. Also Leute, checkt auf jeden Fall Pontes ab. Du musstest früher noch in der Ecke stehen. Echt? Ja. Ich musste Türklinke halten von außen, damit ich nicht weglaufe. Was?
Ja. Du Schande. Ja, das gibt's heute gar nicht mehr. Ich dann habe ich nachher meine Tasche dran gehangen und bin trotzdem weggelaufen. Du bist ja clever. Ja, dann hast du deine Tasche aber verloren. Mhm. Die hing doch an der Klassentür dann. Ich muss ein paar Opfer bringen mit Schulbüchern drin. Ich, so. Bei uns gab es, also zumindest bei einer Lehrerin, wenn ich wirklich laut war, dass ich mit so einem Einzeltisch in der offenen Klassenzimmertür drinnen sitzen muss, mit Blick auf die Tafel. Das wusste ich sogar noch, war das nicht irgendwie... Das war, wir hatten da gemeinsam Unterricht, ja. Wahlfach ab der 8. Klasse. Ich musste mich mit Französisch immer im Kopf zur Wand setzen und durfte machen, was ich wollte, weil die keinen Bock hatte, das mich zu unterrichten. Nee, das waren nicht die gleichen Lehrer, aber die waren richtige miteinander. Ja.